Wusstest du schon, die 10 gefragtesten Jobs in 2010 haben 2004 noch gar nicht existiert? Studenten werden für Jobs vorbereitet, die es noch gar nicht gibt, um Technologien zu nutzen, die noch gar nicht eingeführt wurden, um Probleme lösen zu können, die noch gar nicht als Probleme bekannt sind. Einer von 4 Arbeitern war weniger als 1 Jahr bei seiner Firma angestellt und jeder zweite weniger als 5 Jahre. Wusstest du schon, 1 von 8 Pärchen, die letztes Jahr geheiratet haben, hat sich online kennengelernt. Es gibt über 200 Millionen registrierte Nutzer bei MySpace. Und wäre MySpace ein Land, würde es das 5. größte in der Welt sein, zwischen Indonesien und Brasilien. Wir leben in einer exponentiellen Zeit. Jeden Monat erreichen Google 31 Milliarden Suchanfragen. 2006 waren es noch 2,7 Milliarden. Nur, wem stellte man all diese Fragen vor dem Google-Zeitalter? Die erste kommerzielle SMS wurde im Dezember 1992 gesendet. Heute ist die Zahl der täglich empfangenen und gesendeten Nachrichten größer als die der Gesamtbevölkerung der Erde. Um ein Publikum von 50 Millionen Menschen zu erreichen, brauchte das Radio 38 Jahre, das Fernsehen 13 Jahre, das Internet 4 Jahre, der iPod 3 Jahre und Facebook nur 2 Jahre. 1984 gab es auf der Welt 1000 internetfähige Geräte. 1992 eine Million. Und 2008 bereits eine Milliarde. Es wird geschätzt, dass die New York Times in einer Woche mehr Informationen liefert, als nur irgendjemand im 18. Jahrhundert hätte in seinem ganzen Leben erfahren können. Die Anzahl der neuen technischen Informationen verdoppelt sich alle 2 Jahre. Für Studenten, die ein 4-jähriges Studium beginnen, heißt das, dass die Hälfte von dem, was sie im 1. Jahr lernen, im 3. Jahr bereits veraltet ist. NTT Japan hat erfolgreich ein Glasfaserkabel getestet, welches über 14 Billionen Bits pro Sekunde über eine einzige Glasfaser transportieren kann. Das sind 2660 CDs oder 210 Millionen Telefongespräche jede Sekunde. Auch die Deutsche Telekom verändert sich. Vom Akustikkoppler zum Speedport. Von BTX zum modernen Internet. Vom grauen 611er Telefon zum modernen iPhone. Von Fasse dich kurz zur Flatrate. Von der terrestrischen Fernsehübertragung zum modernen IPTV. Wusstest du schon, während dieser Präsentation wurden 694.000 Songs illegal heruntergeladen. Gleichzeitig hat das Glasfasernetz um mehr als 100 Meter zugenommen. Wurden 2 neue DSL-Ports beschaltet. 30.000 Gigabyte im weltweiten IP-Netz der Deutschen Telekom übertragen. Und es wurden 435.000 Telefongespräche über das Festnetz geführt. Also, was hat das alles zu bedeuten? Die Welt verändert sich. Immer schneller, ständig, überraschend, unvorhersehbar und vorhersehbar. Mit ihr die Deutsche Telekom und die Technik. Wir verändern die Deutsche Telekom, die Technik, die Welt, wenn wir bereit sind, uns zu verändern. Gemeinsam schaffen wir das.